Zwickaus Trainer Joe Ennox vor allem um defensive Stabilität bemüht. 11 Gegentore in den letzten 4 Spielen, deutlich zu viel. Deswegen lässt der Neuverpflichtung Filip Kusic in der Innenverteidigung ran. Der 26-Jährige zuletzt Stammkraft bei Türkgücü München. Gleich zu Beginn sorgt der Serbe aber erstmal am anderen Spielfeldende für Aufregung. Kusic verpasst das Bayreuther Tor nach 2 Minuten nur knapp. Die Westsachsen dominieren die Partie vom Anpfiff weg. 10. Minute, Göbel Freistoß und König bedankt sich für viel Bewegungsfreiheit. Das 1:0 für Zwickau, der erste Saisontreffer für den 39-jährigen König. Der Oldie bildet mit Baumann das robuste Sturmduo. Durchschlagskraft, die sich in Minute 25 auszahlt. Koskun scheitert noch, dann ist Baumann zur Stelle. 2:0 für die Gastgeber, völlig verdient. Baumanns zweiter Treffer in dieser Spielzeit. FSV-Coach Ennox zur Pause zufrieden. Zweimal haben seine Spieler getroffen und hinten stehen sie stabil. Zweite Hälfte, Bayreuth wird stärker. Keeper Brinkis verhindert den Anschlusstreffer. Dann schwächt sich der Aufsteiger selbst. Rote Karte für das Einsteigen von Lippert in der 65. Minute. Eine harte Entscheidung, denn das war's dann auch. Zwickau mit dem zweiten Saisonsieg. Ich bin halt mit dem Großteil des Spiels sehr zufrieden. Ich glaube, am Ende des Spiels können wir halt, wenn wir klarer sind, können wir halt noch höher gewinnen. Aber erstmal haben wir 0 gespielt, haben wenig Chancen zugelassen und wir haben halt selber unsere Torchance gehabt. Nach 3 Niederlagen zuletzt verlässt Zwickau mit dem 2:0-Erfolg die Abstiegsränge und klettert auf Platz 12.